kommen wir erstmal zur ESL-Story. Was passiert jetzt? Spielst du Videospiele? Nicht mehr. Aber hast du mal? Habe ich mal. Weißt du, dass das inzwischen Hallen füllt, wenn Leute gegeneinander Videospiele spielen? Ja. Wirklich, es Turniere gibt mit Preisgeldern. Ja. Unfassbar groß geworden. Und jetzt kommt Ralf Reichert. Der hat die Turtle Entertainment GmbH gegründet. Besser bekannt als ESL. Das ist so die größte E-Sports-Brand der Welt. Die veranstalten diese Turniere und wir sprechen drüber, wie ist das Ding so groß geworden, was passiert da heute? Ralf, kannst du uns hören? Er kommt zu uns. Ein riesen Beifall für Ralf Reichert, meine Damen und Herren, Co-Founder und CEO ESL. Viel Spaß. Hi. Moin. Danke. Wie setzen wir uns denn? Ja, wir setzen uns, würde ich auch sagen. So? Sehr gerne. Ich habe es gerade schon gesagt. Computerspielen. Viele denken so noch daran zurück, wie sie früher vielleicht selber Computerspiele, Videospiele gespielt haben. Inzwischen füllt dieses Phänomen einfach Hallen oder ihr füllt damit Hallen. Was ist passiert in den vergangenen Jahren, dass inzwischen tausende Menschen sich das live sogar angucken? Ja, also ich glaube, ist das passiert, was wir uns erhofft haben vor 20 Jahren, als wir mit dem Ganzen angefangen haben. Nämlich, dass Videospiele das größte Unterhaltungsmedium der Welt werden. Je nachdem, welche Zahlen man sich anschaut, es gibt im Moment 2,6 Milliarden Menschen auf der Welt, die Videospiele spielen. Ist es vielleicht schon so weit, aber wird in der Zukunft so weit sein? Und wenn man sich dann E-Sport anschaut, das ist ja das, was wir machen, sind es im Endeffekt die Turniere auf Basis dieses Unterhaltungsmediums. Und dass das Hallen füllt, war für uns eigentlich total klar vor 20 Jahren. Aber die Welt läuft dann immer deutlich anders und viel, viel langsamer, diese Veränderung, als man sich das denkt. Von daher hat das dann ein bisschen gedauert. Ja, du warst vor ein paar Monaten bei uns im Podcast zu Gast und hast da gesagt oder die Prognose aufgestellt, E-Sports wird bald olympisch. Jetzt mal die ernste Frage, ist es eigentlich wirklich ein Sport? Also früher, ich habe so ein bisschen das Vorteil von früher, weil ich selbst früher auch gemacht habe, im Keller sitzen, LAN-Partys, nicht schlafen, ungesund essen und heute ist es ein Sport. Ja, gibt es ja irgendwie immer zwei Ansätze zu. Es gibt einmal irgendwie den wissenschaftlichen Ansatz, da kann man wahnsinnig viel darüber diskutieren, wie viel Kraft und Ausdauer braucht man dafür. Ist immer das simple Argument, was ich nenne und was wir nutzen. Wenn Golf ein Sport ist, dann ist E-Sport auch einer, weil ne, Taktik, Teamplay und so sind viel, viel tiefer involviert. Ich glaube, die viel relevantere Frage ist aber eigentlich die zweite und das ist eigentlich so die Macht des Faktischen. Wenn halt 2 Milliarden Menschen auf der Welt das als Sport sehen, ist völlig egal, was irgendwelche Politiker denken. Aber ich glaube, noch viel besser kann man das darstellen in einem Video, was wir mitgebracht haben, einfach mal zu zeigen, okay, so sieht's aus. Und historisch war es so, jeder Journalist hat mir die gleiche Frage gestellt wie du gerade. Und nachdem er dann so diese Events gesehen hat, die wir machen, hat er sofort gesagt, okay, wann wird's olympisch? Und nicht, die Sportfrage ist geklärt. I'm a huge soccer fan, but this was way bigger than Real Madrid winning their 10th Champions League. This is the most intense game I ever watched. This was like 4 hours of nail-biting, emotionally rollercoaster ride. That was like the closest match ever. Poland, Katowice was the moment that my career just skyrocketed. When I did the famous Pagber move, at that time I didn't think more than thanks to this we won, but after looking at it and everything it brought, I realized that I met something that is gonna be there forever. NIP are patient, they lie in wait. They've waited practically a year for this moment. That's a moment I really do remember. It is 2014 ES1 Cologne, the 21st of August at Gamescom. 16-13, it finally happens. Get Right has been working years to win that major, and it's unforgettable. We have our champions, the best team in the world. Okay,
Okay, typisches Nerd-Image. Sehe ich da jetzt nicht mehr wirklich Riesenveranstaltungen und Emotionen tatsächlich wie beim Sport. Das würde ich akzeptieren. Sag doch mal kurz, was ihr überhaupt konkret macht oder seid. Seid ihr Veranstalter, Medienmarke, eine Liga? Wie hat das irgendwie dazu beigetragen, dass so viele junge Menschen einfach solche Emotionen dabei haben? Also ich meine, im Endeffekt sind wir ein Crossover zwischen dem, was irgendwie die ATP macht, die UEFA Champions League und die DFL mit der Bundesliga, bis hinten runter in den Amateursport. Also dadurch, dass es ja ein neuer Sport ist, der irgendwie demokratisch von unten aufgebaut wurde, hatten wir da die Chance, anders als jetzt in den meisten klassischen Sportarten, die über 100 Jahre irgendwie sehr, sehr, sehr komplexe Strukturen mit unterschiedlichen Leveln installiert haben, dieses aus einem Guss zu bauen. Und das Ganze haben wir irgendwie aus Deutschland heraus seit 2000 angefangen, waren da viel zu früh, was den Vorteil hatte, dass wir halt viel ausprobieren konnten und haben das halt heute dann als Veranstalter eigentlich ein bisschen von Wimbledon bis zur Bundesliga über die ganze Welt verteilt aufbauen können. Aber wir sehen uns im Kern als jemand, der Inhalte produziert, die immer auf einem Wettbewerb basieren. Und der Wettbewerb kann halt lokal, regional oder global sein. Sag mal ein paar Worte zur Zielgruppe. Ich würde jetzt, nicht nur weil ich die Bilder sehe, sondern allgemein das mit Videospielen verbinde, jung, technikaffin. Hast du da ein Alter, eine grobe Richtung? Klar, also ich meine erstmal, wenn man sich wieder die Obergruppe anschaut, 2,6 Milliarden Menschen, die sind tatsächlich 50-50 männlich-weiblich. Dann geht man runter auf E-Sport, da zählt man heute so 350 Millionen E-Sport-Fans weltweit. Die sind natürlich extrem stark männlich dominiert, wie es beim Fußball vor 30 Jahren auch war. Also so irgendwie dieser Wettbewerb fängt dann immer erst, scheint es so eine maskuline Thematik und wird dann später eher ausgeglichen. Die sind im Durchschnitt 24 Jahre alt, sind ja, gebildet, überdurchschnittliches Einkommen, hat aber auch einen ganz einfachen Grund, weil man natürlich irgendwie einen Computer immer noch braucht oder eine Konsole, um das zu machen. Das heißt, es ist logisch, dass es automatisch überdurchschnittlich ist. Es wird gerade immer noch oder mehr und mehr zum Mainstream, zu einer ganz, ganz durchschnittlichen Jugendzielgruppe. Einfach dadurch, dass Mobile Gaming halt auch einen immer größeren Teil hat und heutzutage ja auch einfach jeder ein Mobile Phone hat. Das heißt, es wird sich da eher sogar noch normalisieren im positiven Sinne. Macht ihr konkret was, also abgesehen von den Veranstaltungen, irgendwelche Kampagnen, um zu zeigen, das ist eben kein Nerd-Nischenthema mehr, sondern... Wir sind gezwungenermaßen schon immer politisch engagiert. Weil wenn man sich das Ganze mal überlegt, vor 20 Jahren wurde ja, ich sag mal, von unserer Elterngeneration Computerspielen eher als Zeitverschwendung angesehen, als sinnvoller Karriereweg. Von Politik und Presse wurde es tatsächlich hauptsächlich stigmatisiert. Das heißt, Computerspielen war ja erstmal doof. Maximal irgendwie hat das zu Gewaltausbrüchen geführt und man hat dann ja auch jahrelang probiert, diesen Zusammenhang zwischen Gewalttaten und Computerspielen herzustellen, rein basiert auf Unwissen. Jeder Sechsjährige weiß, das eine ist ein Computerspiel und das andere ist eine reale Welt, aber die 50-Jährigen wissen es halt im Zweifel nicht, weil sie halt nie Computer gespielt haben. Von daher mussten wir und dann durften wir am Ende des Tages ja auch schon immer dort engagieren. Das hat angefangen mit Eltern-LAN-Partys. Wir haben vor 15 Jahren LAN-Partys veranstaltet, wo wir ausschließlich Eltern eingeladen haben. Weil am Ende des Tages ist das Problem mit Computerspielen in der Historie gewesen, dass es Leute nicht verstanden haben. Und deswegen in eine Schublade gepackt haben. Und den einzigen Weg, wie man das ändern konnte, war, sie dazu zu zwingen oder zu ermutigen, selber zu spielen, weil nur dann kann man darüber reden und es verstehen. Heutzutage, E-Sport ist ein signifikantes Thema im großen Koalitionsvertrag. Dort steht explizit drin, dass die Bundesregierung unterstützen möchte, dass es olympisch wird. Es ist in ganz vielen Bereichen, Ländern, Bund, es ist mittlerweile als ganz normales Thema und ganz im Gegenteil als Wirtschaftsfaktor angesehen. Von daher sind wir da gesellschaftlich schon sehr weit. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Thema erledigt ist. Das heißt, so diesen Kampf gegen die Vorurteile, den wird es wahrscheinlich für die nächsten 10, 20 Jahre geben, bis dann unsere Elterngeneration da keine Relevanz mehr beispielen, weil sie halt am Ende des Tages nicht damit aufgewachsen ist. Trotz dieser Vorurteile bei den Reichweiten der jungen Zielgruppe gibt es sicherlich Marken, die das schon verstanden haben, dass es eine spannende Zielgruppe ist. Wie unterscheidet sich die Vermarktung von E-Sports-Turnieren zu der Vermarktung von Fußballturnieren zum Beispiel? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Also ich glaube,
eine Sache hat stark mit der Historie zu tun. Wenn man sich die ganzen klassischen Sportarten anschaut, wurden sie eigentlich von großen Medienunternehmen groß gemacht. Heißt, nehmen wir mal die Formel 1, die ja irgendwie sowas Mittelgroßes war in Deutschland, bis RTL an irgendeinem Punkt das genommen hat und daraus ein wahnsinnig attraktives Medienprodukt gemacht hat. Formel 1 ist jetzt, wenn ich mir überlege, wie könnte der langweiligste Sport der Welt aussehen, mir den theoretisch vorstelle, den probiere zu erfinden, wäre relativ nah dran an der Formel 1. So, ne? Also das ist ja echt schon vom Kernprodukt mal schwierig. Aber RTL hat es damals tatsächlich geschafft, daraus ein geiles Medienprodukt zu machen und damit ja auch über lange Jahre sehr erfolgreich zu sein. Das gab es im E-Sport nie. Es gab nie den großen Fernsehsender, das große Pressehaus, was das Ganze genommen hat. Aber das kommt so langsam auch, ne? Sport 1 überträgt irgendwie Turniere von... Klar, das gibt es jetzt heute, aber wie der Sport groß geworden ist, ist total anders als bei den klassischen Sportarten, weil er rein übers Internet groß geworden ist. Das heißt, wir sind groß geworden über Livestreaming im Internet, wir sind groß geworden über Social Media, ne? Nicht über klassische Medien, sondern über Social Media. Und dadurch ist E-Sport extrem demokratisch und inhaltsgetrieben. Das heißt, wir als Firma jetzt zum Beispiel auch, wir haben überhaupt keine Ahnung oder sehr wenig Ahnung von klassischem Marketing. Wo wir richtig gut drin sind, ist Content-Marketing. Das haben wir auch gar nicht so als irgendwie Funktion bei uns, wo wir groß drüber reden müssen, sondern irgendwie in der DNA dieses Sportes drin. Das heißt, alles, was wir immer irgendwo tun mit E-Sport, ist eine Geschichte erzählen. Damit fängt immer alles an. Und das ist irgendwie ganz natürlich. Und ich glaube, das haben wir dem klassischen Sport, der das gerade so ein bisschen probiert zu lernen, sehr stark voraus. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir, in was Medienpräsenz angeht, was klassische Medien angeht, da sind wir natürlich, holen wir gerade auf. Da gibt es gerade, ne, ProSieben Live-Übertragungen, Hauptsender eines unserer Counter-Strike-Turniere, Meilenstein in der E-Sports-Geschichte. Sport 1 überträgt unsere Dota-Turniere. Also da passiert ganz viel. Aber der Ursprung ist trotzdem so, wir haben es jetzt irgendwo getroffen mit dem klassischen Sport und wir kommen aus zwei total unterschiedlichen Richtungen. Nochmal Vermarktung, du sagst, ihr erzählt Geschichten, welche Brands erzählen denn schon Geschichten in eurem Umfeld und was für Geschichten sind das, was für Brands passen da rein? Genau, also ich meine historisch, die Firma, die den E-Sport an unserer Seite groß gemacht hat, ist Intel, was irgendwie auch wieder vergleichbar mit dem klassischen Sport, wo ja Adidas irgendwie der erste Sponsor war. Warum? Weil der Schuh von Adidas kam. Die haben da vor 40, 50 Jahren angefangen zu engagieren. Das war im E-Sport, Anfang der 2000er Jahre Intel, die ja am Ende den Motor, den Computer zur Verfügung stellen. Heutzutage arbeiten wir mit großen Companies, PaySafeCard, Vodafone und Mercedes auf globaler Ebene zusammen. Haben da als Plattform ja auch die Chance, wie wenig andere Plattformen oder Sportarten, globale Kampagnen zu fahren. Darf man ja auch nicht vergessen, die meisten Sportarten sind ja echt trotzdem regional, wenn man den Fußball mal ausnimmt, und schaffen es mit denen dann Geschichten zu erzählen. Wie ich sagte, früher waren wir irgendwie eher so ein bisschen belächelt als Computerspieler und eher als Zeitverschwendung. Und unser Job irgendwie als ESL ist am Ende des Tages, die Spieler auf diese Bühnen zu stellen und sie zu Stars zu machen. Darum geht es ja, das ist ja irgendwie das, was mich auch antreibt. Ich habe selber gespielt und ja, war eher in einem Keller oder in einer Turnhalle. Und jetzt die Jungs aufs Stadion zu bringen. Und da habe ich natürlich auch ein Video mitgebracht, wie das heute so aussieht und wie dann einfach die Inhaltsaktivierung auch aussehen kann. As you get older, life becomes all about following a few simple rules. Dress proper. Get a real job. Spend time with family. Dance to the beat of your own drum. Work hard. Get married. Move to the suburbs. Start a family. Das waren alles Bilder, die tatsächlich so stattgefunden haben. Davon war keins irgendwie für einen Spot gefilmt.
Und ich glaube, das, was uns da halt stolz macht, ist, dass Mercedes eine globale Kampagne mit den tatsächlichen Bildern des Sports nimmt und eben das, was wir als Plan hatten, die zu Stars zu machen. Das sind halt jetzt die Cool Kids. Man sieht, es ist eine Jugendkultur, die einfach sehr breit ist und durch alle Schichten geht und halt nicht mehr die Zeitverschwendung, die es mal angeblich gewesen ist. Ist das heute der Berufswunsch wie früher Fußballprofi? Was verdient man als Weltklasse-E-Sportler? Also die Weltklasse-E-Sportler, die sind im siebenstelligen Bereich. Also sie werden Millionäre gerade, also Jahresmillionäre. Das heißt, es ist noch nicht auf Ronaldo-Level, aber es gibt keine Zweitligaspieler mehr, die mehr verdienen. Und tatsächlich kriegen wir dauernd Anrufe von Eltern, die sagen, hey, mein Kind will E-Sportler werden. Was ist die Empfehlung? Die gleiche Empfehlung, die meine Mutter mir und meinen Brüdern gegeben hat. Wenn ihr Fußballprofis werden wollt, könnt ihr das versuchen, aber ihr müsst eine Ausbildung machen, weil die Chance halt relativ klein ist. Wenn ihr es werden könnt, dann ist ein cooler Job und viel Glück damit. Deine Prognose so für die nächsten 5 Jahre? Wo ist E-Sport in den nächsten 5 Jahren? Vielleicht wirklich schon olympisch oder dauert es doch noch ein bisschen länger? Also, ich glaube, erstens ist die Frage, wann es olympisch wird, nicht ob. Ich glaube tatsächlich, dass 2024 Paris wird das ein großes Thema spielen. Gaming insgesamt, es gibt gerade ein großes Spiel, Fortnite heißt das, was das ganze Thema komplett Mainstream bringen wird. Es wird auch jeder in diesem Raum in den nächsten 12 Monaten dreimal drüber stolpern. Das heißt, Gaming als Gesamtthema wird jetzt ganz tief in den Mainstream reinkommen und E-Sports dann als ein Sport, einer der größten Sportarten der Welt werden. Fußball wird noch ein bisschen dauern, bis wir die überholen, aber die anderen Sportarten, glaube ich, werden dann fallen in den nächsten paar Jahren. Wo kann man in Deutschland das nächste Mal irgendwie ein großes Turnier sehen? Ich glaube, November wart ihr in Hamburg in der Arena. Nächste große Veranstaltung sind Juli, 7. und 8. Juli, Lanxess Arena in Köln ausverkauft. Und dann, ist noch nicht announced, aber sehr wahrscheinlich in Hamburg wieder, in der Barclays-Card Arena, wie letztes Jahr auch im Oktober. Alles klar. Danke, Ralf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke, dass ich da sein durfte.